Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Cocktailvideo hier von meiner Bar. Und heute wird nicht nur ein leckerer Cocktail gemixt, sondern ich verkoste auch wieder drei fantastische Gins aus der My Tasting Box zum Thema Gin der Abonnauten. Beim Abonnementsystem der Abonnauten erhaltet ihr jeden Monat eine Box mit drei Proben direkt zu euch nach Hause. Vollkommen egal, ob Gin, Champagner oder sogar Whisky. Alles ist mit dabei. Und das Allerbeste, mit dem Gutscheincode MYBARFIRSTFORFREE bekommt ihr gerade im Flex-Abonnement die erste Box komplett gratis for free zu euch nach Hause geschickt. Und auch in diesem Monat haben die Abonnauten sich wieder nicht lumpen lassen und drei sehr, sehr interessante Gins zusammengepackt für euch. Als erstes hätten wir da einen Gin, der hoffentlich seinem Namen gerecht wird. Ich muss zugeben, ich kenne ihn noch nicht, aber er heißt auf jeden Fall der Fabelhaft Gin. Auch der zweite Kandidat ist ein absoluter Neuling für mich und ich bin sehr, sehr gespannt, denn bisher hatte ich noch nicht oft die Möglichkeit, einen Gin aus Schweden zu probieren. Und zwar dieses Mal ist es der Vanborger Unfiltered Gin. Der dritte Vertreter im Bunde ist für mich persönlich kein Unbekannter mehr, aber für euch da draußen vielleicht, nämlich der Steiger Distilled Gin. Auf der Zunge kommt dann deutlich mehr Würze zum Vorschein. Eine sehr, sehr schöne Abmischung. Weiter geht's auf unserer kleinen Tour durch Europa von Portugal auf nach Schweden. Und jetzt verkosten wir den. In der Nase fällt sofort eine sehr, sehr kräftige Süße auf. Ich gehe stark davon aus, dass man hier einen New Western Gin produzieren wollte, denn ich muss ehrlich zugeben, von Wacholder rieche ich hier absolut nichts. Auf der Zunge kommt dann deutlich mehr Würze zum Vorschein. Eine sehr, sehr schöne Abmischung. Ehrlich, ich bleibe beim Urteil. Auf jeden Fall New Western Gin. Kein Wacholder mit dabei, aber durchaus sehr, sehr würzig. Das Main Botanical, also das Haupt Botanical, soll Lakritzrose sein. Ich schmecke auf jeden Fall etwas Blumiges, etwas Florales heraus. Eine sehr, sehr schöne, runde Abmischung hier vom Fabelhaft Gin. Weiter geht's auf unserer kleinen Tour durch Europa von Portugal auf nach Schweden. Und jetzt verkosten wir den Vanborger Unfiltered Gin. Im Gegensatz zum vorangegangenen Gin habe ich hier in der Nase sehr, sehr schöne Wacholder-Aromatik. Das liegt daran, dass es sich hierbei um einen London Dry Gin handelt. Also hier eine sehr, sehr schöne Kombination aus gewissen Zitrusnoten, schön im Zusammenspiel mit Wacholder. Ich würde sagen, er ist sehr, sehr würzig. Er hat was sehr Wildes an sich. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Also im Geschmack haben wir definitiv einen London Dry Gin. Wir haben Wacholder im Zusammenspiel mit Zitrus. Aber das Ganze wird hier sehr, sehr schön von einer würzigen, kräutrigen Note begleitet. Sehr, sehr schön, passt perfekt für das Bild des schwedischen Gins, des etwas ungehobelten. Auf jeden Fall ein Gin, den man probieren sollte, kann ich sehr empfehlen. Und als dritten im Bunde begeben wir uns doch mal ins Ruhrgebiet und probieren den Steiger Distilled Gin. In der Nase kommt diese Hommage an die Bergleute des Ruhrgebiets sehr, sehr frisch herüber. So wie ich es ehrlich gesagt gar nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt ein bisschen mehr Wumms hinten raus. Aber es riecht ein wenig wie eine sanfte Frühlingsbrise. Das setzt sich im Geschmack fort.
Man muss ehrlich zugeben, man merkt die 42 Volumenprozent Alkohol, hat doch einen etwas alkoholischen Geschmack, aber in Verbindung mit so einer leichten Kamillenfrische, so eine ganz leichte süße Note kommt noch hinten raus. Ich würde sagen, das sind die Cranberries, die hier verarbeitet wurden. Aber trotzdem auch der Wacholder nicht zu knapp dabei. Also auch hier eine sehr, sehr schöne, ich würde fast sagen, sommerliche Abmischung. So, und jetzt habe ich wie immer die wunderbare Ehre, aus einem dieser drei Gins einen leckeren Cocktail zu mixen. Ich würde sagen, es geht so langsam in die kalte Jahreszeit und ich habe auch heute vor, etwas Herbstliches mit euch zu mixen. Deswegen schnappe ich mir unseren schwedischen Vertreter, nämlich den Wanderborger Distilled, nein, nicht Distilled, sondern Unfiltered Gin. Für den Erntedankfest-Cocktail braucht ihr gar nicht so viele Zutaten. Ihr braucht als erstes den Wanborger Unfiltered Gin, also den Gin, den wir eben schon als am besten passend ausgemacht haben. Außerdem braucht ihr eine frische Zitrone, etwas Pumpkin Spice Sirup und Aquafaba. Ihr kennt das, ihr könnt natürlich auch Eiweiß nehmen. Als erstes schnappt ihr euch ein Shakerglas mit Eiswürfeln und dort gebt ihr 5 Zentiliter unseres Gins hinzu. Darauf kommen 2 Zentiliter Pumpkin Spice Sirup, 2 Zentiliter frisch gepresster Zitronensaft und etwas Aquafaba oder Eiweiß. Anschließend wird der Drink sehr kräftig geshakt. Und in eine Cocktailschale abgeseilt. Als Garnitur gebe ich noch eine getrocknete Hopfenblüte obendrauf. Und fertig ist der Erntedankfest-Cocktail mit Wanborger Unfiltered Gin aus der aktuellen My Tasting Box zum Thema Gin der Abonnauten. Ich hoffe, dieses kleine Cocktailvideo und die Verkostung davor haben euch gefallen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Like da oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich genieße jetzt diesen wunderbar leckeren herbstlichen Cocktail, sage Cheers und bis zum nächsten Mal.